Mahlzeit, Leute, seid gegrüßt. Ich bin der Adventure Fox und ich begrüße euch zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja, Leute, ihr seht schon im Hintergrund, ihr wisst jetzt, glaube ich, was kommt. Ja, Leute, ich bin hier heute mal wieder an der Elbe. Ja, ich nehme euch heute mal wieder mit zum Angeln und ja, Ziel ist es heute ein bisschen Friedfisch zu angeln. Ja, ich habe auch meine Baitcast-Route dabei, ja, um vielleicht den ein oder anderen Raubfisch mit zu überlisten. Ja, ich habe mir hier eine schöne Buhne ausgesucht, die auch schon mal ein bisschen tief aussieht, wo eventuell auch Fische drin stehen könnten. Ja, hier drüben ist ein bisschen der Hafen von Magdeburg. Da drüben ist die Schleuse. Ja, und hier im Hintergrund ist mein ganzer Angelkram. Ja, hier sollen sich auf jeden Fall viele Brassen rumtreiben und mal gucken, ob wir heute vielleicht die eine oder andere Brasse fangen können. Es sind nicht die schönsten Fische. Die haben auch ihren Ruf weg, die Tierchen, aber auch eine Brasse kann mal geangelt werden. Irgendwo sind das ja auch schöne Tiere. Ja, Leute, ich zeige euch jetzt gleich erstmal, was ich alles so mit habe und Brille schmutzig. Und dann, ja, bauen wir erstmal eine Route auf. Also bis gleich. So, Leute, Brille ist geputzt. Ich habe sie mir jetzt auch auf meiner Abhackmatte gemütlich gemacht. Ja, Leute, ich stelle euch erstmal hier mein ganzes Setup vor, was ich heute verwende. Also das ist meine Allround-Route von 3 Kraft, hat ein Wurfgewicht von 60 bis 120 Gramm und ist 3,30 Meter lang. Packen wir das gute Stück mal aus, die ist dreigeteilt, was halt auch super praktisch ist, gerade wenn man damit ein bisschen reisen will. Ja, es gibt auch kürzere, es gibt ja noch richtige Reiserouten. Aber um mal eben ein bisschen Zug zu fahren von Halle nach Magdeburg, da bietet sich das schon. Geht mit der Fahrradtasche rein und los geht's. Ja, das ist eine Carbon-Route. Ist also auch ultra geil. Wie alle meine Routen. So. Setzen wir das mal drauf, dass es wegfliegt. Ja, das ist das gute Stück. Steht ja noch ein Gewicht dran. Wie schwer die ist. Ich würde sagen, die ganze Route 200, 250 Gramm ist jetzt nicht viel. Ja, hier noch ein wunderbarer Korkgriff. Saugt sich nicht so Nässe voll. Ja, es ist ein wunderbares Stückchen Angelrute hier. Gut. Als Rolle habe ich die Daiwa GSBR LT 5000. Hier ist eine 5000er Rolle drauf mit einer 030er Monofil Schnur. Genau. Ja, schön pechschwarz die Schnur. Das Schöne bei der Schnur ist, die hat nochmal einen Kern, die monophile Schnur noch ein bisschen robuster macht. Gerade so für starke Strömungen ist die echt sehr toll. Also ich habe mal die, ich habe mich hier auch schön beraten lassen, direkt fürs Fiedern am Fluss, also Fiedern, so heißt die Angelart, die wir heute hier machen hauptsächlich, hat man die halt für einen Fluss zusammenstellen lassen, die Kombo. Ja, bauen wir mal das 330 Monster hier zusammen. Tüdeln ordentlich die Schnur hier durch. Und bauen dann am besten schon mal ein bisschen was zusammen. Wir müssen jetzt auch erstmal gucken, wie tief die ganzen Buhnen hier sind, weil es kann sein, dass wir dann vielleicht noch mal umziehen müssen. Aber laut Google Maps sieht das hier halt tief genug aus. Da kommt her. Ja,
der Fox hatte Bremse wieder nicht rausgemacht. So halten die Rollen natürlich länger. Nicht. Beziehungsweise die Bremsen halten so länger. Also Leute, bei teuren Rollen immer die Bremsen rausmachen, sonst leiern sich da die Federn irgendwann aus und dann habt ihr da keinen Spaß mehr dran. So. Jetzt schaffe ich es nicht mal, diese dünne Schnur durch das Riesenloch zu fädeln. Auch bei der Baitcaster schaffe ich das zum Beispiel. Ja, die habe ich heute auch mit, meine Baitcaster, aber die zeige ich euch dann im Laufe des Videos, wenn wir die Route hier reingeschmissen haben. Weil wir müssen die Route hier jetzt zusammenbauen, gucken, wie tief ist die Buhne. Also habe ja zwei große Buhnen, also habe mir hier so zwei größere rausgesucht. Wo ich halt denke, dass die laut Google Maps halt tief genug sind und dann müssen wir noch ein bisschen Futter zusammenmischen, dass wir uns die Fischis hier einlocken. Da habe ich nämlich auch noch ein bisschen was mitgebracht. Und dann können wir die reinschmeißen und wenn wir die reingeschmissen haben, dann können wir uns die Baitcaster zusammenbauen. Also wir haben heute was vor, Leute. Also ich habe auch schon Kormorane gesehen. Also hier ist auf jeden Fall Fischiges aktiv. Also ja, klar sind ja Fische aktiv, aber müssen halt Bock haben zu beißen. Jetzt gerade im Winter ist es halt ein bisschen schwierig, weil die Fische hier super träge sind. So, damit uns der ganze Scheiß jetzt hier nicht krachen geht, kommt jetzt ein Anti-Tangle-Boom auf. Das heißt, es ist ein Röhrchen, da führen wir die Sehne ein und dann kommt hier ein Futterkorb dran. Das lange Stück zeigt immer rüber zum Vorfach. Das heißt, so Köder, quasi ja, von der Route weg, kann man auch sagen. Fädeln wir hier rein. Dann gibt man mal noch ein bisschen Schnur. Ja, so. Genau. Der kann ruhig hier frei rumschweben. Sorgt halt auch dafür, dass wir so ein bisschen mit dem Vorfach hier spielen können. Lassen wir es ein bisschen weiter wegtreiben, lassen wir es eher rantreiben an den Futterkorb. Müssen wir jetzt sehen, weil ich kenne die Verhältnisse hier an der Elbe nicht so. Ich weiß nicht, wie die Fische hier so ticken. Also laut meinem letzten Video, die Raubfische sind hier sehr zickig, besonders die Zander. Das sind ja eh zickige Fische. Die hatten das letzte Mal nicht so Bock gehabt. Aber Leute, wenn ihr euch trotzdem meinen Schneidertag angucken wollt, verlinke ich euch mal hier oben in der Videobeschreibung, also hier oben in der Infokarte, das Video vom Spinfischen-Video. Ja, von der Spinfischen-Aktion. Davor kommt jetzt eine Perle. Ja, das schwarze Ding, das ist eine Gummiperle. Da kommt jetzt ein Wirbel hin. Die Perle sorgt einfach nur dafür, dass wenn ich die Route jetzt rauspfeffer, dass der Knoten geschont bleibt, weil hier kommt in den 50 Gramm Futterkorb ran, nee, 60er. Und wenn das hier mit vollem Tempo auf dem Futterkorb drauf geht, das ist halt nicht so gut. Nee, wenn das mit vollem Tempo auf dem Wirbel drauf geht, dann ist es nicht gut. Dann geht am Ende der Knoten krachen und dann liegt alles hier in der Elbe. Das wollen wir nicht. So, Clinchknoten rein. Habt ihr ja auch schon gesehen im vorherigen Video. Das ist Anlecken gleich besonders wichtig. Da kommst du. Weiß, warum ich gern Spinfische. Dann brauche ich mich nicht mit der monophilen Schnur hier abzuquälen. So, jetzt aber den mal durch.
schauen wir einmal. Schlecht aus. Knoten. So. Hier kommt dann so ein Futterkörbchen rein. Warte mal, das ist ein 60 Gramm Futterkorb. Ich kann eigentlich auch mal einen 60er probieren. Ich habe zur Not auch noch die Variante in 100 Gramm. Aber wir nehmen erstmal einen 60er. Dann gucke ich erstmal, den 60er mache ich mal hier vorne dran. Das Überschüssige schneide ich gleich noch ab. Dann gucke ich erstmal, wie tief das Wasser hier ungefähr ist. Ja, da werfe ich jetzt aus und warte, bis der zu Grund sinkt. Und die Sinkzeit, die zähle ich in Sekunden. Und da weiß ich, 4 Sekunden, aha, sogar 3 Meter tief. So die Theorie und so auch die Erfahrung. Also dann beim Spinfischen mache ich das ja auch so, da checke ich ja auch so die Umgebung ab. Ja, dann hole ich einmal ein, scanne den Grund ab, gucke, sind da vielleicht Hindernisse, sind da Steine im Weg oder und dann können wir gleich anfangen Futter zu mixen. Also wir sehen uns gleich wieder. So Leute, ich begrüße euch ganz herzlich zu meiner kleinen Fischfutterküche. Also ich habe hier unterschiedliches Zeug mit. Ich habe hier einmal Fischfutter so für alles Karpfenartige, das ist so ein Grundfutter, da ist eigentlich alles nochmal drin. Da machst du ein bisschen Wasser dran und da verklumpt das schön und du kannst es dann schön im Futterkorb pressen. Aber so lasse ich das nicht. Ich pimpe das immer noch ein bisschen auf. Ich mache da ein bisschen Mais dran, ein bisschen Knoblauch, so für die eine oder andere Barbe. Aber es steht eigentlich alles Karpfenartige so drauf. Ein paar Maden packe ich auch noch mit rein. Und ich habe irgendwo noch ein bisschen Lockstoff, so Krabbenzeug. Da stehen Brassen wohl richtig dolle drauf. Wartet, ich hole das mal raus. Das ist noch im Rucksack. Ah. So, einmal Lockstoff. Ja, Flusskrebs, Geschmack, Geruch, das weiß der Fuchs. Das machst du eigentlich so ein bisschen auf den Köder drauf, aber wir machen das halt hier in unserem Futterkorb und schmieren das nachher noch auf die Maden zusätzlich drauf. Ja, ich ziehe mir dann einmal Handschuhe an und dann geht die Sauerei einmal los. Ich will das Zeug nicht in der Hände haben. Ja, ich möchte damit heute nicht zukommen. Mit dem Gestank so, wäre es mir egal, wenn ich jetzt in Halle wäre, zu Hause. Aber nicht, wenn ich noch ein Stückchen zukommen muss. Dann da schmeißen die mich raus, weil alles nach Krabbe riecht. Das muss auch nicht sein, so fix ein Foto machen. So. Genau. Da war ich gerade extra noch in einem Angelgeschäft. Ich habe mir hier noch eine Tageskarte gekauft für Magdeburg. Weil ich meinen Mitgliedsbeitrag nämlich noch nicht bezahlt habe. Deswegen habe ich jetzt einmal 12 Euro bezahlt. Das ist ganz. Nee, 15 habe ich bezahlt. Das ist ganz human. Das passt. Und ich kann hier in der Region halt fast alle, also nahezu alle Gewässer beangeln. Auch die Elbe ist mit dabei. So, da machen wir uns jetzt schön viel rein. Ich will nämlich noch ein bisschen anfüttern. Das ist jetzt ungefähr ein halbes Kilo hier. Wir machen uns dann schon mal ein bisschen Knoblauch mit rein. Ja, am besten ein bisschen reinhalten. Dann kommt der Mais mit rein. Mais mit Maissaft. Den schütten wir nicht in der Umwelt, den Maissaft. Und
bisschen Mais lassen wir auch übrig. Also wir machen jetzt nicht alles am Mais hier rein. Ein bisschen können wir nämlich auch noch an den Hacken machen. Dann kommt noch ein bisschen was für die Barbe da rein. Warte mal. Decke als Messer. Bisschen russisch sein. Müll, ganz wichtig, wird immer mitgenommen. Wir lassen nichts in der Natur zurück. So, kommt noch Barbenmix hier rein. So. Das wird jetzt einmal schön verrührt. Ich zeige euch das mal. Das sieht aber auch schon herrlich aus, ja. So. Vermengen wir jetzt hier schön. Gucken, dass sich das hier gleich schön verteilt. Hier den Lockstoff hier auch ein bisschen runtermischen. Hole ich mir gleich noch ein bisschen Wasser. Dann wird die Pampe hier jetzt schön verrührt und durchgeknetet. Kann man auch, glaube ich, jetzt gleich noch ein bisschen Pulver dran machen, weil ein bisschen zu dünn geworden. Wir brauchen eine festere Konsistenz, gerade hier jetzt bei Strömung. Geht mir das sonst zu schnell auf im Futterkorb. Nehmen wir auch gleich mal ein bisschen anfüttern. Ja, das reicht. So, Leute, ich habe euch jetzt mal ganz kurz auf den Kopf geschnallt. Ich habe hier jetzt gerade so kleine, schöne Kugeln geformt. Mit den Kugeln werden wir unsere Fischis jetzt anfüttern. So, ja, bleib hier. Die Kugeln, guck mal, das wird die jetzt hier in der Buna alle ein bisschen verteilen. So ein bisschen an die Stellen, wo wir dann unseren Köder nachher hinwerfen. Unseren Korb. War nicht so einfach mit dem Wind. Oh, hier noch eine Kuller. So, nehmen wir uns noch die anderen Kugeln und dann können wir einfach schon die Rute reinschmeißen. Oh, drei haben wir noch. Drei Kugeln. Da gehen wir ein bisschen hierher, dass wir hier die Strömungskante noch ein bisschen mitnehmen. So, jetzt haben wir einmal den ganzen Bereich hier mit Futter präpariert. Jetzt kommt noch Futter in den Futterkorb und dann Haken dran, Maden drauf und los geht's. So, dazu nehme ich mir das Ganze erstmal. Dann kommt ja gleich noch mal auf Stativ.
So, einmal der Futterkorb voll mit Futter. Der kommt jetzt hier ans Anti-Tangle ran. So. Ja, also ölig von diesem Flusskrebs-Gedöns-Zeug. So, dann brauchen wir jetzt natürlich noch einen Haken. Was ist das für einer? Das ist ein 6er Haken. Haben wir vielleicht noch einen 12er? Nee. Nee, Barsch, das wollen wir nicht. Dann nehmen wir einen 6er. Der geht auch ein 6er Haken. Da geht auch alles drauf. So. Hier zu. Dass hier nichts draus fliegt. Vorfach auftüdeln. Verschließen. Wollten wir noch die überstehende Schnur abschneiden. So, das so noch 5 mm überstehen. Hier rein damit. So. Dann pflücke ich mir jetzt mal ein paar Maden hier raus. Machen wir so 3-4 drauf. Das müsste reichen. Können wir auch noch ein bisschen Mais mit dran machen, noch was Gelbes. So. Oh, oh Scheiße. Da kriegen wir den noch. Komm. Den Deckel kriegen wir noch. Den brauche ich doch, den Deckel. Und da ist noch eine Made dran. Oh, Maden sind wichtig. Ach, ja, ist ganz schön stürmisch hier an der Elbe. So, dann tüte ich mir jetzt mal eine Made raus. Weil ich keine Geduld habe, die mit meinen Fingern aufzuziehen. Okay, Siri geht los. Mir immer so eine kleine Klemme. So. Made auf den Haken. Made auf den Haken. So. Eins. Ich piekse die auch mal mit dem Hintern auf. Wenn ich gleich einen Kopf nehme, bringe ich die immer um. Und ich will halt, dass die unten am Grund noch ein bisschen rumzappeln. Deshalb piekse ich die da mit dem Hintern auf. Komm, einer geht noch. Noch einer. Wir haben viele Maden da, also geht das. So, perfekt. Dann mache ich da jetzt noch das komische Gel dran. Will nicht so wie ich will, so jetzt. Madenkiste zumachen und Route auswerfen. Dabei, dabei. Und dann wird ja ein bisschen aufgeräumt. Sieht dann nämlich aus wie Dresden 45 auf meinem Angelplatz.
So, Leute, als Bissanzeiger nehme ich Aalglöckchen. Hat die, hört man immer und funktionieren auch sehr zuverlässig. Dann nehme ich mir jetzt mal meine Route und gebe mir Mühe, dass ich nicht so weit auswerfe. Weil mit der schaffe ich locker meine 70, 80 Meter mit der Route. So, 1, 2, 3. Ah, da will ich hin, genau. Perfekt. Da, wo ich hin will. Kurz ein bisschen einholen. So. Und jetzt, Leute, heißt es warten. Bremse löse ich ein bisschen. No. So. Leute, jetzt heißt es warten. Warten, warten und warten. Ja, in der Zeit räume ich auf und beim ersten Fisch, Leute, sehen wir uns wieder. Also bis gleich. Wie ich es schon angekündigt habe, habe ich heute noch meine Baitcast-Route mit. Die ist ganz neu in meinem Inventar. Die Baitcast ist eine Shimano Curado Fast. Eine Baitcast-Route von Shimano. Preislich so, ja, die Mittelklasse mit 169 Euro habe ich für die hier bezahlt. Ist 2,26 Meter lang und hat ein Wurfgewicht von 21 bis 42 Gramm. Ist halt für die etwas schwereren Sachen. Genau, es ist ein Baitcast-Unterschied zu einer ganz normalen Route ist, dass du die Rolle hier oben drauf hast. Du hast halt hier den Pistolengriff und die Rolle kommt quasi hier oben drauf. Ja, das Ganze hat halt mehrere Vorteile. Du kannst halt eine viel höhere Wurffrequenz erzielen als jetzt mit einer ganz normalen Rolle mit Bügel vorne dran. Weil du musst dir vorstellen, du machst einen Bügel auf, also holst du deine Schnur, machst einen Bügel auf, wirfst aus, Bügel zumachen, einrollen. Und hier habe ich Knöpfchen drücken, auswerfen, einholen. Knöpfchen drücken, werfen, einholen. Ja, das mache ich dann, nehme ich mit dem Knopf hier. Na, den drücke ich runter, werf aus, bremse meine Schnur ein bisschen ab und dann schnappt er wieder ein und dann kann ich ganz normal einholen. Genau, ist klein, handlich, kann man mit großen Wurffrequenzen erzielen. Kann auch mein Köder ein bisschen mehr, ja, in der Flugbahn ablenken, in der Flugbahn steuern. Jo, Leute, die bauen wir erstmal zusammen. Hier ist eine zweiteilige Route. So. Und anders als bei einer normalen Route sind hier die Ringe oben. Genau, so. Die Rolle ist übrigens eine Arbogasia Max Pro und hier habe ich eine achtfach geflochtene Schnur drauf. Ja, die ganze Kombo hier habe ich mir für Hecht und Zander zusammenstellen lassen. Und auch schon für die etwas größeren Kaliber. Und das gute Stück wird heute eingeweiht. Ja, na klar, geht hiermit auch Barsch. Ich kann hiermit auch 10 Gramm Gewichte werfen, aber so zwischen 21 und den 42 Gramm Wurfgewicht arbeitet die halt am effizientesten. Grundroute, die liegt da noch. Das Glöckchen alarmiert ja, wenn was ist. So, hier ein Fluorcarbon-Vorfach drin. Knoten das Ganze. So, Leute, mit Gummifischchen bewaffnet und ein 14er J-Kopf. Werden wir jetzt einmal sehen, ob wir hier irgendwas finden. So, Köder kurz eintunken, soll Glück bringen. Mal einholen und dann wollen wir die mal auswerfen, die gute. Einmal in der Mitte. Lassen den Köder ein bisschen sinken, halten die
oder auch ein bisschen weiter nach unten, weil es ist heute doch ein bisschen windig. Und faulenzen mal ein wenig. Ja, da war gerade was. Da war gerade etwas. Ich weiß nicht, ob man das gerade in der Rutenspitze gesehen hat. Da war ein kurzes Tuck. Und dann war es auch wieder weg. So, Leute, ich war jetzt 2 Stunden, zweieinhalb Stunden hier an meiner Buhne. Ja, war jetzt leider nicht erfolgreich gewesen. Ich werde jetzt einen Spotwechsel machen und ich suche mal jetzt auch einen Spot mit weniger Wind, weil hier pfeift ganz schön der Fuchs durch. Ja, ich werde das vielleicht mal gucken, dass ich vielleicht hier drüben an den Hafen rankomme. Und ja, ich check auch mal ab, ob ich im Hafen überhaupt angeln darf. Also in der Nähe vom Hafen ist ja meistens nicht erlaubt, aber ich gucke mal, ich informiere mich kurz mal und vielleicht geht es ja dann jetzt mal zum Hafen. Also Leute, bis gleich am neuen Spot. So Leute, Spotwechsel erfolgt. Ich bin hier jetzt an der alten Elbe. Ja, hier ist eine Baustelle nebenan. Ja, Leute, ich werde jetzt mal die Route reinhauen und dann gucken wir mal, ob wir hier irgendwas Schönes kriegen. Also bis gleich. So Leute, also die Weißfische und Brassen haben heute anscheinend keinen Bock. Also ich ahne, dass ich hier heute wieder als Schneider Häme fahre. Mann, kann es nicht endlich wieder Sommer werden? Ja, im Sommer geht alles viel besser. Ja, die Baitcaster, die Shimano, kann ich euch erzählen. Die habe ich mir ja jetzt im Januar gekauft, Anfang Januar, und habe die schon mal ein bisschen getestet und ja, hatte damit schon frisch Kontakt gehabt. Ich war da an einem kleinen Steinbruch gewesen, da werde ich euch auch mal noch mit hinnehmen. Da müsst ihr euch vorstellen, das Wasser ist gerade mal, ja, von mir aus vielleicht hüfttief. Da bin ich immer auf dem Weg zur Arbeit, also wenn ich auf Arbeit fahre, fahre ich da immer vorbei an dem Steinbruch. Und da bin ich mal so ein bisschen hochgeklettert und habe mal geguckt. Ja, da standen Hechte drin, das Glas klar, das Wasser. Ich dann am nächsten Tag zur nächsten Schicht der Route mitgenommen, der Baitcaster, der Shimano, und habe die mal reingehalten. Ja, die Hechte zeigen Reaktionen auf den Köder, aber die sind sehr misstrauisch in dem Tümpel. Ist ein offizielles Angelgewässer, ja, aber so wie ich gesehen habe, sind die Hechte noch ein bisschen untermaßig. Also der größte vielleicht knapp 50 cm, aber über 50 cm über Mindestmaß, danach sah es mir nicht aus. Ja, Leute, ich beobachte mal jetzt meine Route weiter. Hol die am besten noch mal ein, guck mal, ob die Köder noch dran sind. Ansonsten fahre ich noch ein bisschen hier flussaufwärts. Und wenn, dann fahre ich mal noch an die richtige Elbe rüber. Und bastel mir die Baitcaster noch mal zusammen, weil ich habe nämlich noch einen neuen Köder, den ich hier ausprobieren will. Ein bisschen was für tieferes Wasser, so ein Hechtimitat, der halt natürliche Bewegungen nachmacht. Ich zeige euch später, Leute. Ja, ich schmeiß die Rute ja gleich noch mal rein und dann sehen wir uns beim ersten Fisch oder
wenn es irgendwas zu quatschen gibt. So Leute, ich habe hier jetzt noch eine schöne Brücke gefunden und da hinten ist ein Wehr und hier ist ja nahezu glasklares, frisches, schön klares Wasser, bisschen klar. Ja, wir hauen die mal hier rein, die Route. Ich würde sagen, ich stelle euch jetzt erstmal hier hin. Hoffentlich fällt er mir hier jetzt nicht vom Fleck. Das wäre doof. Und dann schmeißen wir jetzt die Route da rein. Hier ins Wasser. Ja, dann gehen wir am besten mal ein bisschen darüber. Sonst erschrecke ich mich nachher, dass die Grundroute losgeht. Und dabei bin ich das. Da muss ich glaube gleich mal ein bisschen was Schwereres dran machen, weil mit 10 Gramm komme ich jetzt glaube ich nicht weit. Jetzt brauche ich glaube ich schon ein bisschen was Schwereres, um gegen den Wind anzukommen. Oh, ist jetzt auch wieder hier eine Leine, oder? Ist denn eine Leine? Schöne Pinky. Ich hole jetzt noch mal ein und dann machen wir einen größeren Haken drauf, beziehungsweise einen schwereren. Danach holen wir mal Mr. Hecht raus. Ja. So, wir haben drauf, einen 14er haben wir schon drauf, okay. Dann nehmen wir jetzt den 20er. So. Ja, Fisch muss ja auch runter. Schlechte dran lassen. Mal einen Haken tauschen. 14er kommt hier rein. Ja, alles tatsächlich nach Gewichten und Größen sortiert. Größen nicht, nur nach Gewicht. Ja, Gewicht reicht. So. Pieksen wir den hier wieder drauf. Ist der Haken fast größer als der Gummifisch Harlig. Stellen wir noch mal die Bremse ein. Das ist halt der einzige Nachteil an der Baitcaster. Du musst ständig hier die Bremse einstellen. Jetzt seht ihr, jetzt rast der übelst runter. Ich mach die mal, warte mal, richtig rein. Genau, jetzt ist die zu, die Bremse. Und wenn wir jetzt die langsam aufdrehen, muss sich der Köder, ein Stückchen kann er noch, da muss er sich ein ganz klein wenig runter bewegen, so, aber halt auch nicht zu schnell, weil leider der zu schnell runter ist, die Bremse zu doll offen, denn wickelt sich ja alles oft, das sieht dann nicht schön aus, ist auch nicht schön. Und so sieht man, platsch, kommen wir gleich 10 Meter weiter. Oh. Da hat was Tock gemacht. So, ein paar Würfe machen wir jetzt noch mit der und dann holen wir mal den großen Hecht raus. Also hier jetzt mit dem Kajak lang fahren, niemals. Krautig hier. Ja, das sind wir schon wieder.
Hier kommt jetzt gleich Mr. Hecht. Ach, das ist der kleine Hecht. Kommt rein da. So, dann nehmen wir den Hecht auch mal noch zum Einsatz. Probieren den mal aus. Ja, und der Hecht, der geht wirklich, also ja, der imitiert halt so natürliche Schwimmbewegungen. Ist ein Wobbler, taucht tief, hat einmal zwei schöne große Drillingshaken. Und ja, der ist eher so für die ja, tieferen Gewässer. Ich gucke jetzt mal, wie tief ich mit denen komme. Wiegt 38 Gramm, also nichts für unsere Baitcaster. Das schafft die locker. So, Mr. Hecht. Mal gucken, ob Mr. Hecht auch ein Hecht hier rausholt. Aber was ich hier nicht denke, weil Hecht ist nicht so der Strömungsfisch. Ja, es kann sich mal einer verirren. Aber vielleicht beißt ja noch jemand anders drauf. Alter Schwede, dieser Wind. Alter, hier man merkt das Vieh echt hier richtig doll in der Route. Guckt einfach mal auf die Rutenspitze, wie die arbeitet. Was war das? Ja, und hier sieht man auch den kleinen Hecht, wie er schwimmt. Heute erster Fisch. Erster Fisch, Leute. Guckt euch das an. Ah! Warte mal, nee, den kann man so hier. Komm her. Was haben wir da? Ein Rotauge. Rotauge haben wir. Ach komm, den müssen wir jetzt hier mit zum Platz nehmen. Den kleinen. Den müssen wir mitnehmen. Ich dachte gerade, was spielt denn da rum? Warte, Hände nass machen? Ich dachte gerade, was spielt denn da rum? Nee, warte mal, das ist eine Rotfeder. Oha. Der hat einen Haken tief geschluckt. Ah, da brauchen wir ganz schnell eine Klemme. Schwester, einmal die Klemme. Entschneidert, geil. Oh, hier. So, wie groß ist der Gute? Komm, den messen wir noch. Komm, Kleiner, du wirst noch gemessen. Fast 19 cm Rotauge. Leute, jetzt kommt der Fisch meines Lebens, den ich schon immer fangen wollte, und richtig großer. Oh. Leute, nachdem der kleine Kumpel jetzt versorgt wurde, machen wir jetzt auch einen neuen Köder drauf. Noch ein paar Maden. Ja, man sieht, es gibt Fisch hier in der Elbe.
Also ich hätte heute nicht mehr an den Fisch gedacht, auch wenn es ja ein ganz kleiner war. Aber auch die kleinen Fänge lohnen sich. Auch wenn es nur ein Rotauge war. Ein Rotauge erreicht auch so seine 25, in seltenen Fällen auch 30 cm. Also rote Augen können auch groß und dick werden. Ich habe den kaum gemerkt, den Kleinen. Ich habe mich nur gewundert, zottet denn da immer mal? Wind kann es nicht sinn. Holst du ein? Ich darf einmal das kleine Ding da platschen. Das war jetzt auch nicht mal irgendwie was, wo man sagen kann, hey, der hat sich richtig bemerkbar gemacht. So. Madenbündel dran. Oh, Futterkorb ist noch voll. So. Ja, da quetschen wir noch ein bisschen Futter rein und hauen wir die nochmal rein. Die Rute. So, und hoffentlich jetzt was Großes. So Leute, dann wollen wir die hier noch mal reinholen und gucken einfach mal, ob vielleicht etwas gebissen hat. Alter, wo hab ich die? Hä? Wo hab ich die hingeschmissen? Ich hab die eigentlich da geradeaus in die Richtung geschmissen, aber... Hä? Das ist echt eigenartig. Auch kein Fisch drin. Oder? Ja, doch. Leute, schon wieder ein Fisch. Also heute sind die Kleinen dran, Leute. Heute sind die Kleinen dran. Ja. Und gekeschert. Heute haben die Kleinen Mitspracherecht. Seht ihr das? So. Wen haben wir hier? Hände nass machen. Hier haben wir wieder eine Rotfeder. Na, wer hätte es gedacht? Aber diesmal ein größeres Exemplar. Wichtig, Leute, bevor man Fische anfasst, immer schön die Hände nass machen, sonst macht ihr hier die Schleimhaut kaputt. Und beim Fischmessen nicht einfach irgendwo hinlegen, sondern Abhackmatte benutzen. Die Rotfeder ist einmal 20,5 cm groß. Ach Leute, guckt euch einmal das schöne Tier an. Schönes Fischlein, war so eine kleine Rotfeder. Gut, die wird jetzt einmal versorgt und dann geht's weiter. So Leute, wir gehen jetzt mal anders vor. Wir werfen die jetzt erstmal wieder rein, die Rute. Und dann lassen wir die 5 Minuten liegen. Oder auch 10. Und dann holen wir die einfach wieder rein und dann gucken wir mal, ob wir da eine Feder haben. Ja, und rein das Ding. Patsch. Ja, nicht schlecht. Nicht schlecht. So, ab in den Ständer damit.
dass der da nicht alarmiert bei so einer kleinen Rotfeder, eigenartig. Wirklich komisch. So Leute, ich kann die Schnur jetzt gut sehen. Und der Zug war jetzt glaube ich kein Wind. Die Schnur ist auch straff. Ist da was? Wir holen mal ein. Ist es ja jetzt schon der nächste Fisch. Oder es war halt nur irgendwas, was da gerade lang getrieben ist, Holz oder so. Das ist ja ein Wehr. Na, guck mal jetzt einfach mal, was da war. Da, jetzt hängt er hier irgendwo verflucht. Ah, scheiße. Ah, jetzt ist er wieder frei. Ah, und Haken ab. Ah, verflucht. Haken ab, Futterkorb leer. Ah, also neuen Haken dran. Ja, es kann jetzt natürlich auch sein, dass das eine Barbe war, die da vielleicht angebissen hat, eine kleine. Weil Barben, wenn die beißen, wenn die anbeißen, die reiben mit ihrem Maul gern am Untergrund entlang. Und da das ja alles hier Kies und Sand ist, kann es natürlich auch sein, dass das Vorfach dann einfach kaputt geht. Ich vermute mal, dass es eine Barbe war, weil das ist perfekt. Das ist ein perfekter Barbenspot hier. Die Schnur ist schon wieder straff und die Spitze bewegt sich. Ich hoffe, das ist nicht dieser dicke, fette Stock, der da gerade schwimmt. Ah, Leute, es macht gerade irgendwie ein bisschen Spaß. Das Baitcaster werde ich dann wahrscheinlich zusammenräumen. Ich wollte heute eigentlich noch ein bisschen auf Raubfisch, aber Friedfisch macht gerade mächtig Spaß und ich hole, glaube ich, gleich mal die Rute ein. So, wollen wir jetzt noch mal einholen? Also ich merke jetzt noch nichts in der Rute. Ich hole es auch mal höher ein. Ich merke jetzt auch nicht, dass irgendwie ein Fisch hier Theater macht. Ne, da kommt der Futterkorb. Mit oder ohne Fisch. Ohne Fisch. Ja, dafür ein leerer Futterkorb. Was ist denn da los? Ach, den Fischen scheint anscheinend mein Essen hier zu schmecken. Das ist jetzt gar nicht mal verkehrt, dass der jetzt leer ist. A, machen wir jetzt hier die Schüssel leer. Und B, liegt das Futter jetzt da rum, lockt Fische an und sorgt dafür, dass vielleicht noch ein, zwei Fische beißen. So, schön verdichten. Das wird dann auch einen schönen Klumpen hier drin haben. Dass wir den Fischen jetzt noch schön lecker Futter anbieten können. Ja, der Abhackmatte haken wir bitte nicht. Das machen wir hier nicht. Der Abhackmatte haken. So. Dann lassen wir die nochmal zu Wasser. Ich würde sagen, 3-4 Würfe machen wir noch und dann reiten wir auch langsam wieder von dannen. So, Leute. Ich habe irgendwie wieder das Gefühl, dass die Sehne wieder in eine andere Richtung zeigt. Die zeigt schon wieder nach da drüben. Ich habe da hingeworfen und die zeigt schon wieder nach da drüben. Was ist denn da los? Ah, hä? Schnarzt schon wieder ganz komisch. Hä, was ist das? Oder ist das der erste da drüben?
Da kam der Futterkorb. Mein Gott, was war denn das jetzt? Okay, Maden sind noch dran. Hat sich so angeführt, als ob irgendwas hier behindert. Ne, behindert auch nichts. So. Hauen wir den noch ein vorletztes Mal rein. So, und warten. Leute, da hat gerade kräftig was an der am Köder hier zottelt. Ah, seht das? Da spielt irgendwas von. Wir hauen jetzt am besten mal an. Und hauen wir was? Ganz dolle. Mal gucken, wer das war. Ob wir vielleicht jemanden dran haben. Vielleicht was Größeres als so eine kleine Rotfeder. Oder als zwei Rotfedern. Eine kleine Rotfeder, ich je kaputt hier mit den scheiß Rotfedern. Also die lande ich jetzt hier mit der Hand, die Rotfeder. Hier, komm her. Komm her, Rotfeder, komm. Mein Gott. Diese kleinen Rotfedern. Schick mir doch mal was Großes vorbei. Auf jeden Fall ein dreifaches Petri. Genau, Rotfedern. Leute, habe ich euch noch gar nicht erzählt. Unterschied Rotauge, Rotfeder. Sehen sich zum Verwechseln ähnlich. Rotfeder sieht man, ja, so ein rötliches Auge. Rote Flossen. Und Rotfedern, die sind silber. Rotaugen. Rotaugen sind silber, haben rote Flossen. Hier die ist so orangefarben. Hier ist nochmal eine schöne rote Flosse. Ein echt schönes Tier. Genau. Rotaugen sind silber mit roten Flossen. Ja, rötlichen Flossen, muss man vorsichtig sein. Und Rotfedern haben knallrote Flossen und sind goldig. Blende ich euch mal ein Foto ein von der Rotfeder. Okay, wir messen den Kleinen und dann wird der noch versorgt. Ja, ist gut, Kleiner, ist gut. Genau, das ist ein karpfenartiger Fisch, 16 cm lang. Ja, da sind noch ein paar Maden dran. Komm, rein mit dir. Ja, zurück. So, Leute. Ich würde sagen, wir holen noch mal ein. Gucken mal, was hier jetzt gerade los ist an der Schnur, weil hier war gerade mit der Aktivität drin. Das könnte ja eventuell sein, dass wir jetzt gerade noch mal einen Fisch hier dran haben. Und kommt noch was? Ah, das ist der Futterkorb. Mit Fisch, ohne Fisch, ohne Fisch, ohne Fisch, aber mit Maden. Ach, ich angle jetzt mit dem Lernfutterkorb. Hat ja auch gerade schon geklappt. Jetzt gehen wir mal noch dahin. So, nach dem Wurf, Leute, ist dann auch Feierabend. So, Leute, mein Gott, guckt euch mal den Sonnenuntergang an, herrlich. Ja, Leute, so kann man auch in die Angelsaison 2023 starten oder in mein Angeljahr 2023 mit Rotfedern.
kann man machen, muss man aber nicht. Ja, ich hätte heute so ein bisschen auf Klodeckel gehofft, auf Brassen. Also das ist schon. Oder das ist jetzt diesmal der Wind, der hier auch rummacht an der Schnur. Genau, ich hätte heute so ein bisschen auf Brassen gehofft, aber ja, auch ein Rotauge ist ein karpfenartiger Fisch. Also ja, nehmen wir das jetzt mal so hin, die drei Augen. Besser als gar nichts, besser als Schneider nach Hause zu fahren. Und ja, Leute, ich lasse die Route jetzt noch 10 Minuten drin und dann holen wir die ein. Wir werden sehen, ist ein Fisch dran, ist keiner dran. Und dann wird auch langsam wieder eingepackt. Ja, Leute, also bis gleich. Ja, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gern einen Daumen nach oben da, wenn ihr noch mehr Angelvideos sehen wollt. Und schreibt doch gern mal in die Videobeschreibung, was ihr noch sehen würdet rund ums Thema Angeln. Ich habe meinen Angelplatz jetzt so hinterlassen wie vorgefunden. Schön sauber und ordentlich. Ja, meine restlichen Maden und so nehme ich mit. Das verwerte ich dann, glaube ich, morgen in Halle noch ein bisschen. Da werde ich noch ein bisschen angeln gehen. Und ja, Leute. Ich radel dann mal zum Bahnhof, da wartet der Zug auf mich und wir sehen uns dann im nächsten Video. Trying to stay strong and fake a smile until